Diese Bedienung ist ein Graus, ein größter Graus. So, wie geht's der Kreatur? Immer noch am Abreißen. Und jetzt sieht es wieder anders aus. Das sieht aus, Gott, oh Gott. Ich hätte eh gedacht, der wird schwarz, aber der wird nicht schwarz. Unser Volk wird angegriffen. So. Das 2 muss... nein. Das 1 muss auf die 2. Sein, wenn ich ihnen die Griechen zum Geschenk mache. Geht das nicht? Es geht doch irgendwie. Geht es anders? Wenn ich die 1 auf die 2... Ach Gott. Ich habe doch Multi-Pickup. Wieso kann ich nicht zwei Armeen auswählen? Oh je. Ja, natürlich. Die machen unser Volk alle. Oh mein, oh mein. So, und dann. So, jetzt. Ist mal was. So. Nicht dorthin gehen. Nein, du kämpfst jetzt nicht gegen die. Dann kämpf gegen die da oben. Oh je. Hintergrippe. Kinder sind unsere Zukunft und müssen versorgt werden. Ah, ich... Hey! Jetzt spinnt die ganze Auswahlbahn noch. Unser Volk wird angegriffen! Hey, wieso spinnt diese... Ah, das ganze Menü. Und ihr greift natürlich auch nicht an. Ah. Ja, angreifen. Und ihr auch angreifen. Ist das die Erfahrung oder was ist das? Oh, Mann, ich kann einfach die Flagge nie aufnehmen. Weil das so extrem schlecht designt ist. Ich will nicht verteidigen. Ich will, dass die angreift. Buggy ist Buggy. Okay, dann sterbt doch bitte. Unser Volk wird angegriffen. Kann diese Einblendung nicht ausschalten. Ein Krieg zieht herauf. Ein Krieg, den die Wikinger gewinnen werden. Schon mit einer gestorben wegen Verhungern, ha. Bekehrte Brüder. Ich muss unbedingt noch ein Feld bauen. So. Wiese, ja. Dann hat nochmals ein Kornspeicher hier. Sollte eigentlich gehen, jetzt. Wenn sie immer noch verhungern, dann sind sie faul. Dann liegt das nicht. Du bist Baumeister. Die machen uns fertig. Es sind plötzlich wieder viele Leute hier. Verschone mich bitte. Verschone mich. Ja, dann lass es halt. Oh je, jetzt fängt das an. Jetzt dachte ich schon, die Stellung wäre anständig, aber momentan ist sie nicht anständig.
hier haben wir wieder böse Stellen. Ich werde diese Eindringlinge aus meinem Land jagen. Hallo, darf ich jetzt bitte? Ah, es nervt. Darf ich jetzt bitte die Kreatur? Greif sie an. Aber überlebe es. Dann wird Esla lieber was. Also dann kämpft die halt. Oder kämpft die halt nicht? Was ist denn los? Es ist... Oh, das ist völlig fail-designed irgendwie. Das ist doch so ein schönes, das Potenzial wäre mit einem Jahr oder zwei Jahren mehr Entwicklung anständiger geworden, also viel besser eigentlich. Aber das Spiel mangelt es an Feinschliff, das ist das Problem. Es ist ein richtig gutes Spiel, es hat richtig Potenzial, aber ja, eben ist... Manche Designmarken, vor allem die Wegfindung der Soldaten. Ist grässlich. Die backen jetzt hier irgendwo hier drinnen fest. Können nichts machen. Und ja, was soll man dazu sagen? Lebt wohl. Mehr kann ich da wirklich nicht sagen. Der Stamm wird angegriffen. Und er nervt mich immer wieder. Oh, oh, oh. Getötet? Yeah. Fatality Move. Jetzt ist er plötzlich hier. Aha. Yeah. Noch eine Kriegszeichnung im Gesicht. Ich weiß, dass es Blut ist, aber sieht eh noch eine Kriegszeichnung aus. Du nimmst jetzt dieses, dann nimmst du den Opa. Die haben auch alles Opas. Jetzt ist er wieder fett, aber ist ihn trotzdem. Und jetzt greifst du den an. Die vernichten unser Volk! Hab die Spa eingenommen, doch die brauchen so extrem lange. Büffel? Bison, irgendwelche Kreaturen. Es gibt Krieg. Es sieht einfach nicht böse genug aus. Es ist schon, ja... Sieht schon ein bisschen öde aus und so. Ich hätte gedacht, überall ist halt Lava, also Lavaflüsse oder so. Und die Gebäude sind schwarz, Kohlenraben schwarz. Dann machst du noch ein bisschen Häufchen auf die gegnerischen Gebäude. So. Und greifst weiter an. Jemand zerstört das Dorf! Nein, hätte ich jetzt wirklich niemals gedacht. Ich vernichte die Griechen und verdiene mir den Lohn der Azteken. Ja, wie willst du das jetzt noch schaffen, hä? Tribute. Irgendwas, was zerstört wirkt. Auf was soll ich nehmen? Meteoritenwunder. Lass glühende Lava auf deine Gegner herabregnen und vernichte sie auf äußerst schmerzhafte Weise in Dolby Surround und Technicolor. Immerhin bist du ein Gott. Ja. Perfekter Soldat. Das Vulkanwunder möchte ich doch haben. 1 Million. Nein, dann... Ich werde das wahrscheinlich nie leisten können in diesem Spiel. Vielleicht im zweiten Durchgang, wenn es nicht resettet wird. Ja, ich glaube, man kann wieder anfangen als Gott, der schon natürlich erfahren ist, einfach wieder neu anfangen.
Die haben so viel Nahrung und geben diese Nahrung einfach nicht denen, die es brauchen. Sehr tolle Bewohner. Bekehrter Bauer. Wie viel Bauer muss ich jetzt noch machen, damit die endlich nachkommen? Bekehrter Bauer. Bekehrter Bauer. So, aber wenn sie jetzt nicht nachkommen, weiß ich auch nicht. Baut die endlich fertig. Das Dorf kriegt ziemlich was ab. Irgendwie geht es gar nicht kaputt. Freie Wille. Hat er schon wieder die Kreatur getötet oder ist die jetzt total hochgeworbt worden? Du greifst jetzt die Mauern an. Dann greift die Soldaten dort auch an. Oh, eine Mega-Armee. Diese Mega-Armee wird jetzt natürlich sehr, sehr mächtig. Ich schau mal. Noch zu wenig. Hallo, ich hab doch gesagt. Okay, ich muss die Taste einfach loslassen. Aber Häuser haben sie doch genug, oder? Kann ich das hier schauen? Also hier haben wir... Ja, sie ist wieder fett geworden. Bogenschützen. Schlafplätze. Behausung 65. Und wie viel geht in eins rein? Was ist die Prophezeiung? Die Wikinger sind unbesiegbar. 71 Bösen. Weltspieler. Gesinnung. Ah, Kreatur ist es. Die Welt. Basics. Nö. Griechen erkennen. Dann. Was ist denn das? Ist das nicht ein bisschen buggy? Ich denke schon. Das ist doch nicht... Oder ist das einfach im Bau und sie haben... Ja, es ist immer noch im Bau, aber sie haben es nicht wie ein normaler Mensch ein Haus aufgebaut, sondern irgendwie krüppelhaft. Sozusagen. Oh, drei Kinder hat die. Ich werde sie jetzt in die... In die Ding... in die Folterhöhle rein tun, dann kann sie dort Topmodel werden. So, wo sind die Armeen? Dort ist deine Armee, okay. Was macht meine Kreatur? Sie ist am Sterben. Finishing Move. Okay, lass die Kreatur in Ruhe. Komm jetzt zu mir und stirb nicht wieder. Oh, es ist schlimm, es ist schlimm. Die Auswahl ist schlimm. Jetzt greifst du ganz seelen in Ruhe dieses Haus an oder bleibst dort, bis ich Ding habe. Oder du könntest rausgehen und die Armee vor den Toren angreifen. Wo ist sie? Da. Sodele, sodele. Von weit oben sieht die Stadt gar nicht böse aus. Ich gieße mal etwas. Ich habe doch irgendwo sehr viel Ding. Oh. Das wollte ich nicht. Sie
sind hervorragende Baumeister. Unser Volk muss standhaft bleiben. Was hat das mit Baumeister zu tun? Frage ich mich. So, Dele. Also jetzt ist die Geburtenrate eigentlich groß genug. Nicht mehr lange. Kann die Armee nicht größer machen? Ich will jetzt unbedingt diese Armee. Ich hasse die Arterei. Wo gehst du hin? Du wartest dort. Ah. Machst einen Umweg. Attackiere das Monster. Oh. Wer sind diese Griechen, dass sie uns besiegen? Wenn man so bedenkt, dass die Physik eigentlich das Beste vom Spiel ist, dann frage ich mich wirklich an die Entwickler, what the hell habt ihr gemacht? Habt ihr 20 Grafikdesigner gehabt und dafür nur einen, der Bugfixes und so macht? Ist. Du verlierst schon wieder überall Leben. Wieso verlierst du Leben? Bist du vergiftet worden? Du bist doch hungrig. Ich sehe die Kreatur nicht so. Ja, nicht die Kreatur, die Völker nicht so. Ach, ich möchte das Spiel, also die Aufnahme beenden. Die Griechen werden den Zorn der Wikinger spüren. Wenn die Griechen vernichtet sind, herrschen die Azteken über diese Welt. Ich greife jetzt mit der zuerst an. Und ich gehe einfach mal hier hin. Und dann die Kreatur nach. Schau, dass die Kreatur nicht drauf geht. Kannst du mal schlafen irgendwo oder so? Ist noch mal was. Egal, ob du fett wirst oder nicht. Was machst du? Dem geht's irgendwie schlecht. Das sah so aus, als würde der Pussy auf der rumlaufen. Aber es war nur, weil er natürlich Schmerzen hatte am Bauch. So. Mach irgendwas. Das sieht jetzt richtig geil aus. Also das ist gar kein Blut, das ist wirklich Kriegsbemalung oder so. Sollte einfach böse irgendwie darstellen. Oder ist doch Blut? Kann auch beides sein. die freuen sich über meine Kreatur. Denke ich mal. Ja. Die fühlen sich angezogen von einer feindlichen Kreatur. Hätte ich jetzt doch durch Einfluss gewinnen. Okay, dann mache ich das ohne Kreatur. Schaffe ich das? Ach komm. Die Kreatur muss wenigstens verteidigen. Wenn sie nichts aushält. So. Wenn diese Armee das nicht schafft, weiß ich auch nicht. Okay, die Kreatur könnte angreifen, das stimmt. Aber wie viel Männer hat es denn noch? Eigentlich hat es ja genug. Männer. Okay, die Kinder sind dort, das ist gut. Hier ist zu wenig. So. Eigentlich könnte ich mal speichern. Sonst stürzt wieder das Spiel ab. Welt
4 Ende. Ach, Welt 4 Ende. So. Die Bedienung gibt von mir ein 1 von 10. Direkt auf das Stadtzentrum. Ich mache jetzt diesen Erzfelsen voll. Oh, in Nahaufnahme Dolby Digital und Technikos. Weg damit. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Ist normal. Alle Truppen zu mir! Wir müssen die Griechen aufhalten! Ja, wir haben sie! Ja! Natürlich stirbt die Kreatur. Diese gottlose Welt herrschen, solange es Griechen gibt. Greif sie doch an, du Schnittle. Hau ab. Wieso gibt es jetzt so viele Armeen? Möge unsere Armee die Griechen vernichten. Meine Krieger werden sie auslöschen. Noch eine Schlacht. Nein, das verlieren wir wahrscheinlich. Ich hoffe nicht. Noch eine Armee, noch eine Armee. Ich muss unbedingt die Kreatur wiederbringen. Nein! Ich will gute Nachrichten! Nicht so etwas! Die versohlen uns den Hintern, Boss! Nein! Haut ab! Haut ab! Die Kreatur soll sterben, aber die Armee nicht. Sie rüsten sich für die Schlacht? Endlich! Möge unsere Armee die Griechen vernichten! Also müssen wir mehr Kreaturen. Hallo, ich will nur die Flagge nehmen. So steht ihr denn falsch? Ja, okay, dann werden wir das nächste Mal nochmal so eine mehr Armee machen. Mir geht das jetzt auf den Geist. Auf den Zeiger. Auf das alles. Das wollte ich sehen. Ach, ich brauche ein Wohn... irgendwie ein Feuer... Ah ja, ich habe einen Stein! Ich habe doch irgendwo sicher einen Stein. Jetzt geh doch weg. Irgendwo ist doch ein Stein hier. Irgendwo anders. Hier. Ach komm, geh weg, Berg! Der Stamm wird angegriffen! Möge unsere Armee die Griechen vernichten! Okay, jetzt habe ich keine Macht mehr. Noch eine Schlacht überleben. Dann werde ich den Stein hier hin tun. Und das nächste Mal, immer wenn eine Kreatur... immer wenn die Gegner eine Stadt angreifen, werde ich dann...
Ja, mit dem Stein arbeiten. Ich habe 15. Kann ich da wirklich nichts bauen? Das Ding Schaden macht. Leider nicht. Ja, irgendwie wird mir das schon schaffen. Auch wenn ich alle Bäume ausreißen muss. Für das Ding. Aber das ist doch nur 30.000. Nee, da muss man wirklich hier die Bäume ausreißen. Hier die Bäume ausreißen. Das könnten wir machen, wenn wir die Wikinger hier auf der Karte besiegt haben. Dann haben wir nämlich die Macht. Aber das wird wahrscheinlich auch lange dauern. Also ich werde jetzt speichern. Der hier hat nochmals schreiben. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüss, Dankeschön fürs Schauen und ja. Es hat euch gefallen, hoffentlich. Bis dann. Tschüss.